Musik auf der Straße. Der Singer-Songwriter Christian Falk spielt seine Lieder für die Menschen, die ihm im Alltag zufällig begegnen. Straßenmusik bedeutet für mich ein völlig unvorhersehbares Publikum, das auch wirklich nur dann stehen bleibt, wenn es die Musik hören möchte. Und das ist eigentlich was Gutes, denn dann hat man immer man hat das direkte Feedback vor Ort zu jeder Sekunde. Doch nicht nur die Straße, sondern auch die sozialen Netze nutzt er als Bühne für seine Musik. Bei YouTube und Facebook teilt er regelmäßig Informationen und Inhalte. Ein kaum mehr wegzudenkendes Standbein für Musiker heutzutage. Mit seiner aktuellen CD Mauern tourt er derzeit quer durch Deutschland. Am 7. Oktober haben wir ihn beim Singer Slam in den Zeise-Kinos begleitet. Seine Musik ist sehr vielseitig, mal melancholisch, mal rockig. Seine Ursprünge fand Christian dennoch in einer ganz anderen Sparte. Ich habe eigentlich spätestens seit der Jugend sehr viel Rock gehört, sehr viel Metal gehört. So die Anfänge in Metallica und Ähnlichem. Und ich mache jetzt vollständig andere Musik. Aber das war so die erste Berührung mit ernstzunehmender Mucke. Am Ende der Straße warf weite Schatten voraus. Früchte heller als... Als Singer-Songwriter besetzt Christian ein eher kleines Musikgenre, in dem es sehr schwierig ist, bekannt zu werden. Daher ist ihm seine Präsenz im Internet wichtig. Ohne guten Auftritt im Netz haben wir kleineren Künstler keine Möglichkeit, Veranstalter anzusprechen, kleinere Labels anzusprechen. Das ist quasi die erste Visitenkarte, die wir geben können, um irgendwie etwas mehr zu machen als Straßenmusik, etwas mehr zu machen als offene Bühnen, wo jeder quasi auftreten darf. Alles, was so ein bisschen in die Professionalisierungsebene kommt, fängt im Netz an. Ich mache Musik, seit es das schon gibt. Ich bin quasi mit Facebook in diese Musik gekommen und ohne das wüsste ich gar nicht, wie ich das verbreiten sollte. Also es ist auf jeden Fall hundertprozentig sehr, sehr wichtig. Christian präsentiert sich zusätzlich in Musikvideos auf YouTube. Und diese plant er selbst, mal mit und mal ohne Band. Endlich können wir sein. Dabei ist es ihm wichtig, natürlich zu bleiben und sich nicht zu verbiegen oder zu verstellen. Ich könnte es nicht, ich bin kein Schauspieler. Und die Musik, diese deutschsprachige Singer-Songwriter-Musik, ist doch dann am Ende recht persönlich, wenn sie auch nicht immer autobiografisch ist, aber doch irgendwie versucht man damit eine Geschichte zu erzählen, die man selber so im Kopf hatte. Und also in der Sparte fände ich es ein bisschen albern. Ich versuche davon Abstand zu nehmen. Also ich bin eigentlich immer ich selbst, ja. So echt wie möglich. So echt wie irgendwie möglich, ja, genau. Und das bleibt sein Motto. Auch für die Tour 2017. Ich bin deinetwegen hier, um nach dir zu sehen. Du bist ein Fall.